Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Voucher und mit der Frau Alderle. Schön, dass ihr da seid. Ich bin schon auf dem Weg wieder rüber. Ich habe gerade Materialien geholt. Ich habe ein paar Sachen angepinnt. Der nächste Schritt, den wir brauchen, um Aluminiumbarren herzustellen, ist eine Anlieferung von Kohle. Und die zweite Priorität hat die Anlieferung von Quarz. Ich habe uns offscreen die Materialien gerichtet und ich konnte noch Stromleitungen ziehen zur Quarzbaustelle. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Momentan ist wieder einiges, was ich erledigen muss. Das heißt, wir werden viel zusammen machen. Mein Ziel wäre jetzt natürlich weiterhin, die Aluminiumbarren herzustellen zu einer hundertprozentigen Auslastung der Maschine. Was wir als nächstes jetzt brauchen, wäre im Ablauf die Kohle. Und die würde ich tatsächlich jetzt auch vorziehen. Ja, ich weiß, ist ein bisschen knapp hier. Und danach Quarz. Dann habe ich festgestellt, diese Constructor für Quarz, die haben ja das so ungerade Zahlen. Das heißt, wir werden 6 Quarzmaschinen aufbauen unten an der 120er Not. Und eine werden wir entsprechend dann mit der Taktrate einstellen. Ne? So, jetzt pass auf. Ich guck mal kurz, ob das jetzt hier alles passt. Von hier aus geht es jetzt rüber, stromtechnisch zum Quarz. Ne? Das machen wir aber dann erst im Anschluss. Und dann haben wir hier eine Kohlestelle. Und die will ich mal ganz kurz markieren. Die habe ich uns hier nochmal hervorgehoben. Ja, die sitzt auch genau hier. Kohle anliefern müssen wir hier unten. Dann würde ich sagen, wir brauchen einmal Ihmchen. Im Idealfall da drüben irgendwo. Komm, ich guck mal, ob ich den da vorne hinbauen kann. Ja, der wird zu weit raus sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen hier hinsetzen müssen. So, machen wir mal langsam. Wenn ich von ihm nochmal abzweige hier rüber, das dürfte ja normalerweise gehen. Den anderen setze ich dann da oben irgendwo schön hin. Kann natürlich auch sein, dass es reichen wird, aber lieber einer mehr als einer zu wenig. So, den setzen wir mal hier hin. Dann versuchen wir. Das haben wir schon mal geschafft. Also warte mal, ich muss ganz kurz erstmal schauen. Die Maschine hier, die läuft ja, ne? Da haben wir dann auch später eine Produktion von 50 Quarz hier. Und 50 hier sind 100, 300 brauchen wir. Das heißt, wir müssen dann noch mit 600 Quarz um die Ecke kommen. Und die benötigte Kohle, die muss dann hier rein, richtig? Und das war aber nur eine Maschine und die braucht 120 Kohle. Gut. 120 Kohle. Woher nehme, wenn nicht gestohle? So, ich warte mal. Machen wir den Einser. Mit Zub. Machen wir hier nochmal eine Linie dazu. Leute, ich muss unbedingt die Tage unsere Zementmischungsgeschichte, Beton, muss ich direkt ins Lager leiten, mal langsam, weil der geht uns nämlich jetzt aus. Den habe ich bisher immer nur geschöpft. So, darf ich nicht vergessen. 120, 120. Wir brauchen 120, das ist unser Leben. 120. Was hatte ich denn da für eine Note? Kann sein, dass ich da eine Energiezelle reinstopfen muss. Das war nur eine mickrige. Hoffen wir natürlich, dass ich die dabei habe. Jetzt pass auf, ich würde es gerne schon mal vorbereiten, dass ich weiß, welchen Pfad ich da später gehe. Ich nehme an, wir müssen hier so. Und dann setze ich den. Den kannst du von mir aus hier mittig setzen auf 2. Und das hier wäre, glaube ich, dann die Anlieferung, ne? So, hier müssen wir dann irgendwie rein. Ich würde eh fast sagen, dass wir das da vorne abgreifen. Der sitzt Ecke. Ecke gerade. Machen wir es mal bis hierher. Ja, wäre doch klar, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, oder? So, hier muss die Kohle dann irgendwann später hin. Jetzt überlege ich gerade, ob wir einfach uns den Pfad mal bis hier vorziehen. Später können wir hier auch die Asphaltfundamente legen und können uns dann noch eine Straße reindenken oder sowas. Und dann würde ich tatsächlich von hier einmal so. Tu mir mal einen Gefallen jetzt mit der Säge da jedes Mal. So, Leute. Ich ziehe es mal bis hierher. Und dann kommen wir erstmal von drüben rüber, würde ich sagen. Aber das sieht ja schon mal vielversprechend aus.
Ich habe erst überlegt, ob ich sie beim Kohlekraftwerk unten hole. Da hatten wir ja ganz am Anfang überlegt. Aber das habe ich mir jetzt dann, das muss nicht sein. Was halt richtig cool wäre, jetzt brauche ich die Kettensäge trotzdem kurz. Wir machen das mal weg. Wenn ich hier geradeaus rüber könnte, wäre es schon eine coole Geschichte, oder? Aber ich mache das mal weg, dann sehen wir es. Kann ich hier drüben reinschmeißen, dann können wir wieder ein bisschen Biosprit herstellen. So. Ja, mal weg. Den auch noch. Erwischst du die nicht richtig? Ah. Ich weiß, was das Problem ist. Ja, aber müsste sie nicht normalerweise trotzdem... Ich pack die mal kurz weg. Inventar und so. So, hier bin ich. Hier will ich hin. Den müsste ich nur noch wegmachen. Ja. Mach. Das Problem ist Inventar gerade, gell? Aber das machen wir dann jetzt einfach andersrum. Ich fange schon mal hier an. Wir müssen darüber. Das heißt, ich ziehe es bis hier vor. Und dann versuche ich von da drüben später einen Knicks reinzumachen. Das sollte normalerweise gehen. Das heißt, ich mache hier einen schönen Bogen. Den müsste er sich normalerweise selber suchen, wenn wir das gleich so machen. Wir probieren es. Perfekt. Und dann machen wir da vorne nochmal eins hin. Dann machen wir es halt hier. So, Leute. Das sollte erstmal genügen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da drüben dann die Kohle abgreifen. Also hier will ich gerne irgendwie drüber. Ich weiß nicht, ob ich mir da einen fetten Poller hinbaue. Müssen wir mal gucken. Hier ist die Kohle. Den muss ich jetzt allerdings ersetzen. Da habe ich bis jetzt ein MK1 gesetzt, dass hier kein Respawn ist. Das heißt, hier muss ein MK2 drauf. Hier wollte ich rüber. Dann lass es doch in die Richtung abfließen, ne? Tu mir mal einen Gefallen, schnapp dir mal ganz kurz. Das ist dann Skrit. Und das bist du. Stromtechnisch, wo habe ich in den letzten Mast gesetzt? Oh, der ist ja noch arschweit weg. Hier, ne? Okay, pass auf, ich setze mal noch einen zweiten. Einen zweiten Masten. Hier wäre es cool. Wobei, ich muss immer... Oder jetzt hier oben, wenn ich es unten entlang liefere. Dann kann ich es auch hier oben hin machen. Das gefällt mir noch besser. Da lässt es ein wunderschönes Biom, sage ich dir. So, einmal hier. Und jetzt wäre es cool, wenn ich es von hier schon schnappen könnte. Aber das kann sein, ich muss nochmal... Passt, ne? Dann haben wir hier Stromi. Da kann ich jetzt, weil ich hier nur eine Maschine habe, auch von der unteren Schiene das abnehmen, denke ich mal. Nee, so nicht. Von hier gehe ich jetzt einfach mal da drauf. So, die Maschine macht jetzt 120 Kohle. Ne, 60, weil es eine Billignot war. Das heißt, ich will die jetzt übertakten, dann brauche ich zwei Energiezellen. Habe ich vergessen zu machen. Gott sei Dank haben wir noch zwei. Ausnahmsweise. So. 120 Kohle, das ist auch das, was wir brauchen. Dann ist das schon mal geklärt. Dann würde ich jetzt bis hierher gehen mit der Kohle. Braucht man natürlich auch ein MK2-Band. Ah, das ist wieder eine... Richtung will ich. Warte, dann muss ich es anders machen. Puh, die Frage. Ist immer die Frage, wo man es absplittet, dass eine ganze übel aussieht. Ich kann natürlich auch hergehen und kann das hier zugleistern. Dann bin ich schon mal hier, ne? Dann kann ich theoretisch hier so eine Art Brücke rüberschnalzen.
Ich glaube, das ist sogar noch schöner, wie wenn ich da jetzt mitten im Ding... Ich kann es auch wieder abbauen dann später, weißt du? Prinzipiell geht es darum, dass wir das Band darüber spannen, ohne dass es ganz bescheuert aussieht. So, jetzt warte mal, wenn ich jetzt hier anhebe und das vertikal hier runter mache. Ah ja, das geht doch. Machen wir die, ob die jetzt 1er nehmen sollen, ne? Aber ist jetzt egal. Und dann gehen wir hier irgendwie rüber aufs Band. Das müssen wir uns dann gleich angucken. Jetzt ziehen wir es mal bis hier. Machen aber das Mittelstück wieder weg, finde ich. Das sollte nur irgendwo bis hier, sage ich mal, gut aussehen. Ab hier ist vorbei. Ab hier brauche ich es nicht mehr. Und ab hier würde ich die Strecke dann ziehen. Jetzt pass auf. Dann gönnen wir uns... Dann gönnen wir uns hier in der Mitte und hier schon mal in der Mitte. Da vorne kannst du dann erstmal durch, das mache ich dann später sauber. So, dann hier so. Jetzt habe ich aber kein Zweierband genommen mehr. Ja, wir werden wahrscheinlich nochmal Bänder holen müssen. So, ich habe es hier mal in der Mitte. Das heißt, ich nehme zur Unterstützung ihn. 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 Und erstmal ihn. So, meine Lieben. Hast du gerade gesehen, den Falderle? Jetzt habe ich es falsch... Nee. Ja, dann hier aufs Band, ne? Das heißt, das hier muss wieder weg. Der auch. Der auch. Das ist okay. Die dreimal weg. Ja, aber hier wollte ich jetzt nicht noch eine Brücke für was, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Wenn es hier okay ist, dann würde ich mir hier einen gönnen. Damit es einigermaßen sauber aussieht. Drüben muss ich mir dann überlegen, wie ich es mache. So. Bei allem, was wir jetzt gemacht haben, habe ich das Gefühl, das passt soweit. Sieht gerade aus, geht hier rüber. Schnecken und so sammeln wir dann später mal irgendwann ein. Bis jetzt läuft es einigermaßen sauber. Jetzt müssen wir hier mit einem Bogen runter. Und da würde ich mal gucken, wie das aussieht, wenn das Spiel den Bogen selber macht. Lass mich mal ganz kurz... Hier eine Rampe reinballern. Dann müssen wir darüber. Ich guck mal kurz. Ja, das würde gehen. Je nachdem, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der muss weg. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Zweier Fundamente. Hier rüber, ne? Wie gesagt, Leute, ich habe momentan ein bisschen Zeitmangel. Deswegen machen wir jetzt auch solche Sachen zusammen. Wenn ich das jetzt rausschneiden würde und entsprechend beim Zeitmanagement das hochlade, wofür es dann gereicht hätte, dann hätten wir nur 10 Minuten Folgen, weißt du? Da muss ich momentan leider ein bisschen Abstriche machen, aber es macht ja auch mal Sinn, das zwischendrin. So haben wir es ja am Anfang auch gemacht, ne? Läuft im Moment nur so. Wenn es besser wird, bereite ich auch wieder was vor. So, das wäre die gerade Strecke, wenn ich sie von da anziehe. Und von da sieht es wahrscheinlich besser aus. Hä? Ach so. Hä? Also das kann natürlich sein. Warte mal, dann mache ich es folgendermaßen. Dann kriege ich das trotzdem hin, den Effekt, den ich will. Ich wollte jetzt unbedingt diesen Bogen hier haben. Dann können wir uns nämlich das hier sparen. Das hier würde ich mir auch... Eigentlich würde ich mir das alles sparen, weil das ist doch viel schöner, wenn das hier so durch die Landschaft geht. Den würde ich lassen. Den würde ich lassen. Und dann würde ich auch hier wieder mittig, wie gerade eben, mal hier einen hin. Mal hier einen hin.
vorläufig hier. Und fertig. Ja, das Interessante ist ja, also ich habe das Gefühl, dass diese Aluminiumgeschichte, also das, was wir jetzt machen, ist wahrscheinlich die Spitze des Eisbergs. Weil wir müssen ja dann auch noch Produkte daraus herstellen. Und das wird nicht die einzige Alu-Produktion sein, die wir brauchen. Ne? Hier könnte ich mir vorstellen, sieht es vielleicht besser aus, wenn ich eine Säule dazu mache. Wollen wir das mal kurz angucken? Wenn ich da einfach eine Säule versuche, irgendwie reinzuballern. Müssen wir mal gucken, ob er mir die erlaubt, ans Band zu klemmen. Das weiß ich nicht mehr. Wir haben schon ewig keine mehr gebaut. So eine kleine fände ich cool. Okay, das müssen wir anders machen. Dann gib mir mal kurz ein Fundament, dass ich mal eine Abmessung habe. Wie kriege ich denn das jetzt kurz hin? Ich ziehe das mal so hoch. Mach den mal kurz raus. Guckt er dann durchs Band durch wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal geschwind. Wenn ich ihn so hinmache, guckt er durchs Band durch, ne? Wenn nicht, lasse ich mir was einfallen. Na gut, ich sehe es nicht, wenn die Kohle drüber läuft, dann ist es für mich vollkommen okay. Nee, das ist super. Der guckt hinten ein bisschen raus, das macht man nichts. Und dann nehme ich mir... Welchen Namen genommen? Den? Ach, dann nimmt er den Orangen. Kannst du ja dann rosa zeichnen oder so. Können wir mal gucken, ob es rosa gibt. Ja, hier gibt es rosa. Wahrscheinlich haben wir jetzt das Problem, dass das hier nicht rosa ist, sondern oder den hier, weißt du? Türkis irgendwie. Irgendwie, das ist, ja, passt doch zu dem Blöbber da hinten. Okay, also da kann man sich verkünsteln, dass es nachher irgendwie ins Bild passt. Deswegen würde ich das wahrscheinlich dann später alles auch wegmachen. Ah du, dann können wir jetzt schon da hinten an die Kohle anschließen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sogar direkt. Pam. Pamfle, oje. So. Siehst du, und hier bauen wir dann später wieder so eine Säule hin. Dann darf das jetzt alles einmal weg. Ist zwar ein Spaghetti-Band, aber dieses Mal noch nicht die gekochten Spaghetti. Dieses Mal mehr gerade wie alles andere. Das kommt dann auch weg. Da hinten kommt dann nochmal eine Säule dazu. Ja, das machen wir dann so. Dann läuft es durchs Land. Ohne Schand. So als Beispiel. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder, erkennt mich ja, weil ich das da unten noch nicht umgesetzt habe. Ich will immer trotzdem versuchen. Ne, diesmal hat sogar gepasst. Oh, dann war aber mein eigener Automatismus schon mit drin, Leute. Gut, hier sieht man ja dann... Ah ne, da war nicht mein Automatismus drin, erzählst du? So, das sind jetzt alles MK2. Wir sehen es ja, wenn es nicht läuft. Das heißt aber, wir haben jetzt geschafft, dass schon die Kohle da ist. Das ist ja ziemlich geil. Und wenn das hier unten... Ist das ein zweier Fahrstuhl? Ah ja. So, jetzt kommt hier die Kohle dazu. Ab jetzt produziere das erste Mal, seit wir zusammen sind, Aluminiumschrott und dieses Wasser. Und das Wasser sollte nach unserer Möglichkeit ja dann hier reingehen und jetzt dafür sorgen, dass wir dann hier auf eine 100% Geschichte kommen. Im Moment ist noch das Problem, dass wir Quarzstau haben. Das heißt, die Maschinen werden nicht lange laufen. Ne? Wir haben hier Quarz und der muss später irgendwann da hinten rein. Oh, hier muss dann die Quarzgeschichte rein. Das ist ja geil, dass das jetzt schon geklappt hat. Wie viel macht denn der? Achso, ja, kein Wunder. Ich dachte gerade, haben wir doch schon mal was gemacht, weil das Band schon voll ist. Nee, hat dann mit dem Band nichts zu tun. Guck dir das an, alle vier Bänder vollgelaufen. Die dürften noch nichts einspeisen, die haben wir ja noch nicht angeschlossen, oder? Hier dürfte noch nichts eingespeist werden. Könnte man natürlich jetzt schon machen. Jetzt überlege ich gerade. Wenn wir jetzt testen wollen, ob der Wasserkreislauf stimmt.
Das wäre ja schon mal nicht schlecht und vor allem für mich auch ziemlich interessant. Wenn ich jetzt hier einen Schredder hinpack, vorübergehend, wie viel kommen da raus? Tatsächlich 360, ne? Halt, ich baue das Band hier weg und gehe mit dem Band in den Schredder als kleine Überbrückung. Nehme mir Strom. So, jetzt müsste normalerweise für uns dieser Abschnitt, den wir jetzt gebaut haben, rundlaufen. Wir nennen ihn jetzt einfach mal, was er ist, ein Aluminiumschrott. Eine Aluminiumschrottproduktion. 120 Kohle liefern wir an. Im Moment sieht es auch so aus. Jetzt pass auf, ich mache jetzt hier mal aus, bis Kohle vollgelaufen ist. Das geht jetzt nicht, weil... Ich habe das Gefühl... Hä? Sollte das nicht normalerweise gehen? Was bedenke ich gerade nicht? Kann natürlich sein, dass das auch am... Habe ich das Wasser, aber habe ich schon zurückgestaut, ne? Ja, die Maschine läuft jetzt gerade leer, deswegen... Ja gut, dann geht es so schon mal nicht. Es sei denn, was vielleicht funktionieren könnte... Ich will einmal mit Kohle vorlaufen lassen. Das ist gerade mein Ziel. Ich mache dieses Rohr hier weg. Und mache hier... an. Jetzt läuft das Wasser hier zwar leer. Aber müsste normalerweise jetzt jeden Moment die Kohle reinballern. Ich habe nur das Gefühl... Ich laufe den Weg nochmal ab. So, dann machen wir die andere Geschichte morgen, ne? Aber es sieht im Moment so aus, als wäre alles MK2, also 120er Anlieferung. Die Energiezellen drüben machen ja normal ihren Job, ne? Brauche ich nicht ständig gucken. Gut, das ist ein Weg. Sind 500 Meter, ne? Hoppa. 500 Meter Luftlinie. Das heißt, wir haben jetzt hier schon wieder fast knapp einen Kilometer Band verlegt. Was ein Bandsalat. Das sieht alles für mich ganz okay aus. Da müsste ja die auf 100% jetzt aktuell stehen. Ne? 68%. Und die steigert jetzt erst ihre Rate. Wieso stoppt das jetzt? Weil drüben jetzt die Maschine aufködert, ne? Ja, ich dachte, ich lasse sie mal volllaufen, aber irgendwie scheint das nicht so zu funktionieren, wie ich es gerne möchte. Wir schweben, schalalalala. So, schauen wir mal ganz kurz. Ob oder ob nicht. Okay, die Kohle ist vollgelaufen. Ich mache die Maschine wieder an, indem ich diese Verbindung hier wieder dran mache, ne? So, von hier nach hier. Wasser kommt wieder rein. Kohle ist drin. Die Maschine ist an. Produktionsrate geht weiter. Ja, siehst du? Es geht genau auf. Der Überschuss, der hier drin ist, baut sich nicht ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Müsste die... Warte mal schön. Müsste die nicht normalerweise auf 100% schon laufen? Ja, guck mal. Wir liefern genau die Kohle an, die wir brauchen. Und die Aluoxidlösung liefern wir theoretisch auch an, die wir brauchen. Hä? Pro Minute sind es aber nicht. Ei, das Problem ist, der Quarzsand immer noch nicht hält, ne? Klar. Das heißt, theoretisch, wenn ich es richtig prüfen wollen würde, bis wir den Quarzsand hier anliefern, müsste ich den auch noch hier einspeisen. Ja, ich will ja sehen, weißt du? Kann ich den, was brauchen wir?
scheint ja schon zu gehen, ne? Dann mache ich es aber hier auch, das ist gleichmäßig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ah, ja, geht's. Und dann gehe ich hier runter. Das heißt, wir bringen jetzt hier 100 aufs Band. Wir bringen hier 100 aufs Band. Auf ein Zweierband, das ist gut. Ich weiß nur nicht. 50er Fahrstühle reichen dann normal die 60er. So, jetzt müsste es normalerweise so sein. Ne? Hier schießen die Dinger raus. Die da merchen sich dazu. Nirgendwo ist ein Rückstau. Jetzt müssten die zwei Maschinen normalerweise anfangen hochzuticken. Sehr geil. Das heißt, wir gehen jetzt rüber und bauen uns die Quarzsandgeschichte auf, weil wir müssen noch 200 Quarzsand anliefern. Vorübergehend. Wenn wir später in der Produktion weitergehen und noch mehr von diesen Aluoxidlösungen herstellen, können wir das ja irgendwie dann wieder ummünzen. Ne? Ich würde mal gerne was probieren, geschwind. Machen wir mal ganz kurz auf Pause. Mach die auch mal kurz auf Pause. So. Jetzt gucken wir mal geschwind was. Hier ist ja das alles in der Anlieferung. Das passt, ne, normalerweise. Also. Ich schalte ein. Ich glaube, dann sehen wir einfach schneller, ob das dann auf 100% ist. Ne? Hier auch. Lass mal gucken. So sieht. Oh, das sieht man es immer ganz schön halt, ne? Wenn der Überlauf da ist. Siehst du? Bevor er fertig produziert hat, ist schon wieder alles da. Und zwar ziemlich früh vorher. Hier. Selbe Spiel. Das heißt, die laufen auf 100% und da habe ich auch kein Bedenken, dass das irgendwie anders kommt. Und ihr geben wir jetzt den Startschuss. Ja, du siehst, dass das Wasser mehr reinkommt, als verbraucht wird. Ist das dann korrekt? Es wird zwar ziemlich schnell abgebaut. Wichtig ist, dass hier sich nichts staut, ne? Im Moment läuft's. Ich bin mir nur nicht 100% sicher, ob es so bleibt. Ah doch, das ist schön runtergetickt jetzt. Das war gerade noch bei 11, ne? Wir beobachten es, aber ich habe das Gefühl, das passt, Leute. So, jetzt haben wir nur noch ein Ziel. Das Quarz muss hierher. Und zwar die 200 Stück. Und da bauen wir uns jetzt drüben die Maschine auf und dann knüppeln wir das zusammen und dann geht's an die nächsten Dinge. Das läuft jetzt. Und diese Awesome-Maschine habe ich jetzt nur gesetzt, damit das Zeug abtransportiert wird. Dann kann das schon mal laufen. In der Zeit produziert es Coupons. Wobei, so, irgendwann werden wir halt mal ein paar Coupons auch ausgeben müssen wieder. Aber da kann man ja auch zum Beispiel mal ein paar Materialien kaufen, die man wenig herstellen. Weil ich glaube, dass wir mittlerweile die Punkte... Machen wir demnächst mal eine Folge, wenn ihr Bock habt, wo wir einfach nur mal die ganzen Awesome-Punkte ausgeben. Und dann können wir uns ja auch die Bauteile vielleicht einfach mal auf so einem Musterbauplatz angucken oder so. So, wir fahren jetzt rüber zu der Quarzstelle, die ich noch offen habe. Und dann gucken wir mal, wie wir das einstellen können. Und dann müssen wir, und das werden wir halt wahrscheinlich dann morgen machen gemeinsam, das Quarz hier irgendwie durchleiten. Wenn ich mir die hier so angucke, die Jungens... Hier ist auch nochmal eine Schneckle, aber das könnte ich ja vielleicht kurz mitnehmen. Solange mich niemand gesehen hat. Hallo? So, warte mal, hier habe ich einen noch, der weg muss. Was ist denn eigentlich das da hinten? Hä? Das muss ich mir jetzt mal angucken, schön. Also, was ist da hinten? Das ist ja ewig weit weg. So, den habe ich noch verbunden hier. Und den da, den kann ich wieder wegmachen. Den habe ich zu viel gesetzt.
Ich fahre da jetzt kurz hin, ich will das kurz wissen. Aber hier ist alles so vergiftet, ne? Wo habe ich denn das jetzt gesehen? Haben wir da nicht letztens schon mal geguckt und ich habe es nur wieder vergessen? Wahrscheinlich, ne? Ich guck mal, ob ich da durchkomme, ohne dass ich bomben muss. War das da drüben? Nee. Hier ist aber gut was los. Da hinten ist es super weit weg. Ja, ist, was ist denn das für eine Note, Leute? Bin gerade ein bisschen... Da läuft ein großer. Stickstoffgas, da kommt nochmal ein neues Material. Da gibt es noch mehr neue Sachen. Oh, leck. Mit Gas. Ah, das bietet sich ja. Scheiße, ich bin zweitküpft. So, Digga, ich muss nur kurz gucken, wo mein Dingelchen war hier. Perfekt. Das ist hier krass. Nochmal was Neues. Komm ich da durch, ohne dass ich was abkriege? Na, nicht ganz. So, meine Herrschaften. Und Damenschaften natürlich. Wir haben hier eine reine Note. Wir setzen wie immer erstmal einen MK2. Der muss... Wenn man schon mal angefangen hat mit dem Crit, will man es dann auch nicht irgendwie... So, dann setzen wir da vorne die Maschine auf, ne? Brauchen wir überhaupt die? Ich glaube schon, dass wir die brauchen. So. Die sitzt aber scheiße. Also. Dann nehme ich mir einmal Strömle. Den ist super nah geballert. Gut. 240 Rohquarz pro Minute. Ich habe mir ausgerechnet, dass wir wahrscheinlich 6 Constructor erstmal brauchen. Dann machen wir mal kurz 2, 3. Setzen wir die erstmal hier hin. Das wäre dann einer, 2. Den würde ich gerne dann später irgendwann mal verbauen. Im Moment brauchen wir den aber nicht. Hier liefern wir an. Und dann brauche ich hinten dran nochmal eine Ebene. So. Schauen wir mal. Constructor. Die vordere Bahn, also ich liefere es hier praktisch an. Ich mache dann hier einen Abzweig. So dass es hier dann drauf kann. Machen wir mal. 1, 2, 3. Wir könnten sie auch übereinander setzen, ne? Wir könnten sie auch übereinander setzen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Da können wir nachher dann einfach ein Dings drum ziehen, ein Gebäude, und dann ist es sauber. Pass auf. Theoretisch wäre es ja dann so. Ich komme dann hier rein. Wie verläuft denn der da unten? Müssten wir dann jetzt schon längst gerade sein? Was mache ich denn da gerade? Was mache ich denn da gerade? Erzähl mir es doch mal kurz. Und wie viel komme ich? 240, ne? Können wir mal hier das schnellste Band, das wir finden. Wenn ich genug Mats dafür dabei habe.
So. Das heißt, hier bin ich dann mittig. Und dann mache ich mir Constructor. Einer, zwei, drei. Dann schnappen wir uns kurz eine Wand. Machen wir sie drei hoch, dass es sauber aussieht. Und dann machen wir uns hier einmal kurz ein Einser Fundament drüber. So. Wie gesagt, dann machen wir einfach ein Gebäude draus später, weißt du? So. Dann haben wir den hier oben. Die unten habe ich falsch rumgesetzt, sehe ich gerade. Das habe ich auch, das habe ich ganz spät erst festgestellt, dass man die Dinger so und so setzen kann. Habe ich sie richtig rum jetzt, dass ich das schön anzeichnen kann? Nee. Aber doch, mit dem geht's. Aber dann sind wir nämlich hier auf der Hälfte von dem. Anlieferung. Hier und hier. Sorry, den muss ich nochmal wegmachen. Anlieferung. Wobei es ja nachher egal ist, wenn das zu ist. So. Mit einem schweren oder beziehungsweise mit einem schnellen Band sind wir dabei. Das heißt, 480 schaffen wir. 240 sind es ja eigentlich nur. Das passt also. Und die müssen wir jetzt überlaufsmäßig auf alle Maschinen verteilen. Das bedeutet, ich muss hier dann rein. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Sollte doch. Ja. Ich überlege gerade. Zwei Fahrstühle kriegst du nicht hin. Nicht so. Das heißt, wenn ich unten reingehe mit einem geraden Band. Ich gehe hier auf ein gerades Band. Das heißt, ich brauche erstmal einen Merger, oder? Ne, einen Splitter. Wenn ich jetzt hier rein splitter, dann kann ich nach da und nach da. Und wie kriege ich das andere Zeug hoch? Ich würde gerne mal hier einen Splitter setzen. Hier. Und hier einen Splitter. Und dann müsste ich theoretisch das Band von der Seite anliefern lassen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen möchte. So, einmal nochmal kurz weg. Nochmal einen Splitter geschnappt. Ich komme von hier rein. Dann gehe ich von hier rüber. Und dann gehe ich von hier rüber. Ja, das heißt, das hier müssen wir dann da drüben anliefern. Was macht er denn, wenn ich das direkt reinhebe? Mit einem Viererband? Nix. Und wenn ich von hier rüber gehe? Ja, also. Mehr will ja niemand. Genau, so haben wir es. So wird's. Ich nehme jetzt mal alles in 4, wenn ich die Mats dafür habe, dass wir einmal alles mit 4 aufgebaut haben. Sieht gut aus erstmal, ne? Also in der Form, dass es stimmen könnte, was ich hier... So, pass auf. Wir werden hier einen Überschuss produzieren, denke ich mal, aber gibt Schlimmeres. Nämlich, wenn man zu wenig produziert. Okay, der Fahrstuhl ist zu hoch.
sind alle zu hoch. Und durch das, dass sie alle zu hoch sind, sieht es schon wieder gut aus. Das haben wir. Das haben wir. Und das. Hoppa. Ich könnte natürlich eine Maschine. Ich könnte natürlich eine Maschine so einstellen, dass wir nachher wissen, was wir brauchen, ne? So, ich sehe gerade, Leute, ich muss tatsächlich zu einem Ende kommen, weil ich muss ja die Folge noch vorbereiten, dass ihr die pünktlich habt. Deswegen wäre ich jetzt der Meinung, wir switchen rüber, aber ich lasse das jetzt hier einmal kurz anlaufen. Maschine 1. Maschine 2. Machen wir dann später schön, da weiß ich eh Bescheid, ne? Ach, ich habe nur den Dings jetzt. Haben wir das nicht letzte? Das haben wir doch aber letztes Mal umgeswitcht irgendwann, dass der hier auf der 1 liegt, oder? Habe ich das irgendwann wieder verändert? So. Die Anlieferung stimmt, glaube ich. Wenn wir jetzt hier Quarzsand machen, 37,5. Hier machen wir auch 37,5. Und hier auch. Boah, Alter, schießt es da rein. 37,5 mal 5 Maschinen sind 187. 5. 2,5, 12,5. Das heißt, wenn ich eine auf 12,5 mache, würden wir es genau anliefern. Aber wenn ich so mache, dann stockt es halt irgendwo anders zurück. Also im Prinzip ist es wurscht, wo es zurückstockt. Ich kann den Quarz ja jetzt komplett rüber an die Produktion und das, was wir dann später rechnungsmäßig überhaben. Naja, also wir machen jetzt, Moment, 37,5 mal 6 Stück. Wir machen 25 Quarzsand mehr, als wir brauchen. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt eine auf 25 zurück, auf 12,5. Nur mal als Beispiel. Wenn ich so mache, dann kommt drüben genau das an, was wir brauchen. Dann würde das schön laufen. Denke ich. Lediglich. Okay, der tut sich ein bisschen schwer hier. Hier steht's, da steht's und hier, der verwurschtelt's. Gut, wenn das mal vollgelaufen ist. Also das können wir so und so machen. De facto haben wir jetzt heute geschafft, dass drüben Kohle ansteht, durch den Schredder, der Produktionsabschnitt schon mal läuft. Morgen bringen wir den Quarzsand in irgendeiner Form rüber auf die Produktion, ebenfalls nochmal mit Bänder. Dann machen wir uns hinten einen schönen Ausgang. Ich sprenge hier ein bisschen frei, dann machen wir uns eine schöne Treppe oder irgendwas oder eine hohe Mauer, wo wir das Band drüber leiten, dann schließen wir das alles an und dann müssten wir theoretisch morgen Aluminiumbarren produzieren. Und dann können wir gucken, wie es zum Schweberucksack geht. Ich hätte die Mats auch kaufen können, aber das sehe ich irgendwo nicht ein, dass ich mir das jetzt dann, weißt du, ich warte jetzt lieber noch eine Folge und dann machen wir das Ding und dann kaufe ich es mir, dann schalte ich es mir frei. So Leute, ich glaube, wir sind ziemlich weit gekommen. Wie gesagt, das Ding hier machen wir dann zu. Das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich nicht. Wenn man halt nicht aus dem Spiel rauskommt, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile sind das hier meine Lieblingsdinger. Wenn ich dann doch irgendwas sehe, wo ich noch ein bisschen rum verschönen kann, ne? So. Genau. Und dann machen wir hier ein schönes Gebäude draus. Und dann ist doch das hier vorbei. Und weil das der Übergang ist ins rosane Biom. Und weil Quarzsand auch so wunderschön rosa ist, können wir theoretisch die Fabrik später so streichen. Wobei es ein bisschen langweilig ist, wenn es ganz rosa ist, ne? Wie würde denn das... Ach Gott, ist das eine Mädelsfabrik. Gefällt mir, gefällt mir. Ah ja, oder? Das hier begründet den Übergang in das Biom mit diesen Farben. Finde ich ziemlich stark. Und er kommt nicht raus, obwohl er eigentlich längst fertig machen sollte.
Gott, ist es schön. So, Leute, freue ich mich auf morgen. Bis dann.